War ich gerade dumm, ne? Feuer, kann das sein, dass eine Feuerattacke die Vereisung auflöst? Ist das so? Dann habe ich ja gerade das Einzige gemacht, das einzig Dumme, was man hätte machen können, habe ich gemacht. Wahnsinn. Here we go. Hallo Leute, Valar Morghulis. Und willkommen zum fast letzten Part von Pokémon Blue. Denn wir haben jetzt nur noch Siegfried vor uns. Ich habe schon mal Dragoran vorgepackt. Wir haben nur noch Siegfried vor uns und die vier legendären Pokémon. Dann ist es grundsätzlich geschafft, die Story. Auch wenn ich dann die Top 4 nochmal mit Mew und Mewtwo durchspielen will. Vielleicht. So, jetzt aber erstmal zu Siegfried, der Champ, wie man meinen könnte. Ich habe bereits von dir gehört, Otto. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Die sind schwer zu fangen und zu zähmen, doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier, Otto. Ja, das Witzige ist ja, dass Siegfried, der Drachentrainer, nur genau ein Drachen-Pokémon besitzt, beziehungsweise zwei, was Dragonier sind. Dragoran ist auch ein Doppeltyp. Aber sowohl Gyarados als auch Glurak und Aerodactyl sind alles keine Drachen-Pokémon. Irre. Aber deshalb, genau wegen diesem Typen hier, denke ich seit 20 Jahren, ne, beinahe 20 Jahren, dass, warum habe ich eigentlich Dragoran vorgemacht, ich Trottel? Naja, egal. Genau wegen diesem Typen, ja, denke ich seit 20 Jahren, dass Dragoran beispielsweise ein Drache ist oder auch Glurak. Ja, weil er die besitzt und er ein Drachentrainer ist. Oh, jetzt kommt er mir direkt mit dem Hyperstrahl. Ach du Shit. Okay, okay. Das Gute ist, dass er sich jetzt ausruhen muss. So, das bietet uns die Chance auf einen mächtigen Donnerblitz. Yep, das war's. Wir brauchen aber einen Trank. Vor allem hat er noch ein Aerodactyl. So, Dragonier. Das ist jetzt ein wirklicher Drache. Da gehen wir mit Kepler ran. Obwohl wir mit ihm keine Drachenattacke haben. Es gibt ja auch so gut wie keine Drachenattacken, nur Drachenwut, die immer nur 40 macht. Tja, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wo... Wir bräuchten eigentlich Eisstrahl, also jetzt auf Dragoran. Ich meine, wir haben den Eisstrahl und darum werde ich jetzt auch wechseln und direkt mit Neptun rangehen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt überhaupt Dragoran vorgepackt habe. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mit Eisstrahl ran, der wird das... Eigentlich können wir nur mit Turtok... Hui, beinahe arbeiten. Tschüss. Denn ja, der Eisstrahl ist das Effektivste, was wir gegen Drachen haben. Es gibt in dieser Generation noch so gut wie gar keine. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn ich jetzt sage, dass es wirklich nur Drachenwut als Drachenattacke gibt. Okay, Drachentanz gibt es noch, aber ich meine als offensive Drachenattacke. Später gibt es natürlich Windhose und Drachenpuls und bla bla. Aber heute, hier, jetzt gibt es, glaube ich, nur Drachenwut. Korrigiert mich. Ich meine, der Hölle! Und deshalb bringt Dragoran ehrlich gesagt gar nicht so viel, außer dass er eine krasse. Obwohl, warte mal, wir lassen mal. Er ist ja Stein, Flug. Und deshalb müsste ein Surfer eigentlich knüppeln. Oh nein, warum ich nicht? Komm, du schaffst das, Turtok. Du bist stark. Yes! Eigentlich müsste es sehr effektiv sein. Er ist Stein. Frage. Naja, okay. Ich schaue erstmal, bevor ich labere. Level 60, nice. Jawohl. Schmande Hölle. Oh Gott, das ist ja ein reinster Spaziergang hier. Wir haben super trainiert und wir haben super Pokémon. Mit super Attacken. Genau ausgerichtet auf die Top 4. So lobe ich mir das. Wisst ihr noch früher, als man völlig naiv in die Top 4 früher gegangen ist? Man hat irgendwelchen Pokémon, Oh, wir haben ihn vereist. Wie geil. Das passiert so unglaublich selten. Oh, okay. Mit wem wollen wir den töten? Was sagt ihr? Ich bin für Magma. Er hatte so wenig zu tun. Und Magma ist so ein geiles Pokémon. Okay, wir machen einen Feuerschlag. Wir können jetzt tun, was wir wollen. Er ist für immer vereist. Und darum Feuer... Was ist aufgetaut? Oh, er ist für immer vereist. Ach, Feuer. Oh, nee, oder? War ich gerade dumm, ne? Feuer, kann das sein, dass eine Feuerattacke die Vereisung auflöst? Ist das so? Dann habe ich ja gerade das Einzige gemacht, das einzig Dumme, was man hätte machen können, habe ich gemacht. Wahnsinn. Na gut.
Dann werden wir es einfach weiter strahlen. Hyperstrahl, aber ich glaube nicht, dass mich das tötet. Wir haben eine gute Verteidigung. Ja. Alles klar, das war's mit dir. Er muss sich ausruhen, ich bin schneller und bam, das war's mit Siegfried. Woo! Yes. Es ist vorbei. Unfassbar, du bist wahrlich ein Pokémon-Meister. Oh, noch nicht, noch nicht. Es ist kaum zu glauben. Meine Drachen sind an dir gescheitert, Otto. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich, es ist... Du Punk! Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Oh ja, das ist er. Und deshalb müssen wir uns hier... Oh, gar nicht gut aus. Nochmal wappnen. Und zwar mit einem Trank. Mit einem Trank. Puh, Kepler sah eigentlich ganz gut aus. Haben wir noch irgendeine Status? Nein. Okay, Tauboga ist sein Tauboss ist sein erstes Pokémon. Daher Mars nach vorne. Und dann los, auf gegen den amtierenden Champion. Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Otto. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich der Champion der Pokémon-Liga. Otto, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer auf der Welt. Mein Freund, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, ne? Weil, naja, ich sag's ja nur mal so. Okay, er beginnt ja mit seinem Taubers. 61, nicht schlecht, nicht schlecht. Er wird auch schneller sein als ich. Aber, mit dem Flügelschlag sollten wir eigentlich klarkommen. Ja, recht gut sogar. Und Donnerblitz sollte ihn eigentlich brezeln, also... Jawohl, perfekt. Sauber. Tschüss. Es gibt ein Level oben drauf. Ja, gut. Das können wir jetzt nicht mehr wirklich gebrauchen, aber gut. Simsala. Okay, immer noch das einzige Pokémon, was uns irgendwie Schwierigkeiten bereitet. Es wird auch vor uns anfangen, aber ich werde hier dennoch eine Donnerwelle setzen. Das, der wird uns bestimmt nicht töten, der Psychstrahl. Nee. Stattdessen setze ich hier eine Donnerwelle und ehrlich gesagt kann ich noch einen Donnerblitz auch hinterher setzen. Wir fangen jetzt an und warum soll ich es nicht riskieren, wa? Warum soll ich es nicht riskieren? Ja, das läuft doch ganz gut, paralysiert, super, weiter geht's. Da kenne ich doch nix. Zack, Schmorn der Hölle und Schisimsala. Das war eigentlich sein stärkstes, ohne Scheiß. Rizoros, das können wir wegsurfen. Wir nehmen mal Dragoran, weil es so schön ist, ein Dragoran zu besitzen. So, Dragoran, komm heraus. Zwar keine Step-Attacke der Surfer, aber ich denke, das sollte mit Sicherheit trotzdem ausreichen. Oder, na, vielleicht nicht eine, aber mal gucken, mal gucken. Ja, lass uns mal überraschen. Ja, 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 yep. Schmoll der Hölle. Tschüssen. Und wen hat der noch? Gyarados. So, gegen Gyarados haben wir ja schon unsere Erfahrung, deshalb nehmen wir direkt wieder Magneton. Gyarados dürfte schneller sein als wir. War zumindest vorhin, wenn ich mich nicht... Ah, nee, da hatte ich ja einen anderen vorne. Ach, wir probieren es einfach mal. Er ist trotzdem schneller, gut. Hydro-Pumpe. Ah, siehst du? Genau deshalb mag ich keine Attacken, die nur 80 oder 85 oder 90%ige Trefferchance haben. Ne? Das passiert genau dann, wenn du es nicht willst, trifft diese blöde Attacke nicht. Okay, Arcani. Auch das werden wir... Oh, wisst ihr was? Da machen wir ein Erdbeben. Machen wir ein Erdbeben mit Mew. Komm. Weil es so schön ist, Erdbeben zu besitzen. Machen wir ein Erdbeben. 11 Level höher, ne? Aber wir werden trotzdem anfangen, weil wir einfach unglaublich schnell sind. So, und das müsste es eigentlich auch gewesen sein. Nee, ist es nicht. Okay. Ja, Bodycheck. Gut, damit kommen wir klar. Er verletzt sich selber und ist an dieser Stelle tot. Möchte ich schon mal orakeln. Und, ja, es ist tot. So, jetzt hat er nur noch seinen Bisaflor. Und da lassen wir Mew kurz drin. Setzen eine Donnerwelle. Und das vorzubereiten für Magma. Ne, das ist ein einziges Teamplay, was hier vonstatten geht. Mew arbeitet vor und Magma beendet die Sache. Megasauger könnte nicht so schlecht sein. Ja. Komm, da geht mehr, sage ich mal. Aber nicht gegen Magma.
Und schon gar... Oh, er lädt einen Solarstrahl auf. Okay. Oh, wisst ihr was? Psychogenese können wir auch machen. Ich nehme jetzt erstmal Feuerschlag als Step-Attacke. Okay, geht. Jetzt schaue ich mir mal... Aha, es ist paralysiert beim Solarstrahl. Jetzt schaue ich mir Psychogenese an, die auch sehr effektiv ist, wegen Gift. Und schaue, was mehr reinhaut. Oh, nimmt sich nicht so viel. Dann würde ich sagen, beenden wir das mit einem Feuerschlag. Erstmal kriegen wir noch ein Rasierblatt ab. Wahrscheinlich ein Volltreffer, aber wir müssen es überleben. Jawohl. Super. Und Feuerschlag. Das war's. Das war's, Freunde. Wir sind der Champion. Woo! Das war es. Yes. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga Champion zu werden. Das ist nicht fair. Otto gewinnt 6-4. Ja. Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Ah, du kriegst den Jungen von der Straße, aber nicht die Straße aus dem Jungen. Otto. Oh. Oh. Du hast also gewonnen. Glückwunsch, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Shiggy auf den Weg gemacht hast. Oh, erinnert ihr euch noch, mit Shiggy hast. Otto, du bist schon viel erfahrener. Du Punk, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Du Punk, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Otto, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinen Pokémännern ist vorbildlich. Otto, folge mir. Ich folge unauffällig, Professor. Herzlichen Glückwunsch, Otto. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle Pokémon geehrt. Otto, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Otto, Alter, wie oft er meinen Namen sagt. Du wirst gemeinsam mit deinem Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Otto! Okay. So, dann genießen wir kurz diese Ehre. Mars, Level 53. Check. Oh, Mew, mein Baby. Jupiter. Ah, nee, VM-Sklave. Ja, komm, weg. Du zählst nicht. Komm, weg. So, wen haben wir? Turtok. Oh, Turtok, Typ Wasser. Neptun. Verewigt. Wen haben wir noch? Dragoran. Dracheflug, Level 55. Kepler, männlich, weiblich, B. Verewigt. Da kommt es. Der Starspieler, das Mew, der Mews, Jupiter Level 53, Psycho, verewigt. Da haben wir Magma, Sonne, Typ Feuer Level 49. Er hat den letzten Schlag gesetzt. Verewigt. Und da haben wir Otto, mit einer Gesamtspielzeit von beinahe 90 Stunden. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémänner gefangen. Hole dir bei meinem Gehilfen den EP-Teiler ab. Ja, das haben wir doch schon, Professor. Mensch, ach, pass doch mal auf hier, was hier passiert. So, das war's erstmal soweit. Jetzt kommt eine ganze Zeit Abspann. Das kann ich mal fix wegspulen. Zack. So, wir befinden uns wieder im Startbildschirm. Hallöchen. Was war das für ein Moment, als ich damals... Es ist jetzt über... 40 Wochen her, da habe ich in diesem Startbildschirm dieses Let's Play gestartet. Wahnsinn, wie lange ich Pokémon gespielt habe und es war eine wahnsinns tolle Reise. 57 Pokémon, beinahe 90 Stunden Spielzeit. Irre. Und wir sind zu Hause. Wir statten mal kurz Mama einen Besuch ab. Ach, die Mutter, die hat ja einen ganz speziellen Akzent, ne? Otto, du solltest eine kurze Pause einlegen. Ja, Mama, mach ich. Sehr gut, du deine Pokémon sehen großartig aus. Acht auf dich. Tja, mehr hat's mir nicht zu sagen, ne? Ich war 90 Stunden weg, also
gefühlte 8 Jahre in diesem Zeitraum hier. Und ja, ich bin Champion der Pokémon-Liga, das interessiert Mutter nicht die Bohne. Egal. Okay, Kepler. Vor Imsklave meine ich. Flieg uns nach. Wir fangen erst die Vögel. Ja. Wir fangen erst die Vögel und. Oh Gott, das wird gleich ein Akt, sage ich euch, ne? Das wird ein Akt, ey. Wie machen wir das? Wollen wir doch. Wollen wir diese blöden Vögel überhaupt fangen? Was sagt ihr denn? Wollen wir diese blöden Vögel fangen? Ach, wisst ihr was? Ich fange jetzt das Mewtwo und mache die Liga nochmal mit den beiden. Das finde ich viel spannender, als diese blöden Vögel zu fangen. Und darum fliegen wir jetzt nach Azuria City. Na, wo ist es hier? Nach Azuria City. Und nehmen uns schon mal den Meisterball mit. Ne? Den werden wir gleich brauchen. Da mache ich nicht lange Faxen, also. Das will ich jetzt schon mal sagen. Ja, mache ich nicht lange Faxen. So, wo ist er? Wo ist er? Meisterball, mitkommen. Zack, ja, ab in den Beutel damit. Und ja, wir sind geheilt. Mama hat uns geheilt. Fantastisch. So, Leute, ihr wisst, was abgeht. Ich begebe mich gleich in die Höhle der Champions. Dort warten einige geile Pokémon auf uns, die wir aber nicht fangen werden. Denn ich habe das schon mitbekommen, dass ich das Spiel nicht auf 100% spiele. Abgesehen davon, dass es nicht möglich ist, ohne eine blaue Version. Klar, ich könnte cheaten, ja, sicherlich. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So. Und von daher lohnt es sich auch nicht, diese ganzen wunderbaren Pokémon zu fangen, die es da durchaus gibt. Zum Beispiel Rizoros, Dictri, Chanera, Parasek, Dodri, also Wahnsinns-Pokémoner, Knogger. aber lohnt sich einfach nicht. So, genau, das, da surfen wir jetzt noch fix hin. Ja, nee, du kannst es nicht, du aber. Zack, hier sind wir und zwar in der... Wie heißt sie denn überhaupt? Geheimhöhle oder so. Ich nenne sie Höhle der Champions, weil man da nur rein kann, wenn man die Top 4 besiegt hat. Gut, Leute, also, wir fangen jetzt im nächsten Part das Mewtwo und werden die Pokémon-Liga mit Mew und Mewtwo durchschreiten. Ja, und bis dahin, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, macht das gerne kenntlich mittels eines Daumen und oder Kommentars. Ansonsten sage ich erstmal bis zum nächsten Part. Tschüssi, Leute, gotta catch 'em all und bis bald!